Sie fühlen sich ausgebrannt. Dann sind sie einer von ungefähr 37.000 Menschen in der Steiermark, die Burnout gefährdet sind. Claudia Brandstätter hat die Belastungen am Arbeitsplatz für die Arbeiterkammer untersucht. Zum einen einmal bei über 30% sind die Belastungen spürbar gestiegen. Wenn man dann dahinter schaut, welche Belastungen hauptsächlich gestiegen sind, kann man sagen, es reduziert sich auf einige wenige wirklich auffallende Besonderheiten. Vor allem geistig muss mehr geleistet werden und das Pensum steigt stetig. Und erst an dritter Stelle, wenn es um Belastungen geht, sind die klimatischen und die visuellen Belastungen am Arbeitsplatz zu sehen. Psychostress, körperlich anstrengende Aufgaben und schwankende Arbeitszeiten treiben den Belastungspegel nach oben. Besonders die Dienstleistungsbranche ist betroffen. Zwei Drittel der Menschen arbeiten ja in solchen Dienstleistungsbranchen. Das heißt, man ist sehr stark gefordert mit der Psyche auch der anderen Menschen. Man soll Probleme lösen, man soll Bedürfnisse lösen. Das Ganze soll rasch passieren. Die Ressourcen dafür werden immer geringer. Also man kennt ja das, dass Leute, die in Pension gehen, werden nicht nachbesetzt. Die Flexibilisierung der Arbeit geht sehr rasch voran. Laut WIFO hat sich die Zahl der Krankenstandstage in den letzten 10 Jahren in Österreich verdoppelt. Es geht bei Burnout immer darum, ob es zu einer Kluft zwischen Mensch und Arbeit kommt. Es gibt 6 Faktoren. Belastung, Überbelastung, es geht um die Frage Verantwortung und Kontrolle, es geht ein Stück weit um Wertschätzung, um Fairness, Gerechtigkeit und um die eigenen Werthaltungen. Wenn Sie sich selber betroffen fühlen, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie Schlafprobleme haben, Schmerzen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, versuchen Sie nicht auszusitzen, wenden Sie sich an die Arbeiterkammer, an Ihre Beratungseinrichtung. Wir werden Ihnen gerne in dieser Zeit beistehen und Ihnen gerne behilflich sein.